Ich schätze mal, ich kann das sowieso nicht mit ins Video schneiden. Ich lasse das mal kurz laufen. Wie der seinen Kopf auf Slow Motion gewackelt hat, ich kann nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, das sieht aus wie so ein Dragon Ball Tanz, Alter. Als würden die so fusionieren wollen oder sowas manchmal. Holy shit, wie konnte das an mir vorbeigehen? Vor einem Jahr 389 Millionen. T-Series, ist das nicht diese oder dieser Kanal, der immer im in der Konkurrenz mit, war das mit PewDiePie? Ach du Scheiße, ja, da habe ich mir gedacht, ne, das passt doch. Okay, warum ich das überhaupt gucken wollte, ist natürlich, weil Julian Bam eine Version dazu natürlich gemacht hat, zu diesem Song, in seiner Hauptversion, sage ich jetzt einmal, in seinem Hauptvideo. Und ich wollte mir diesmal die Videos angucken auf jeden Fall. Und jetzt haben wir natürlich auch den direkten Vergleich. Digga, was ist das für eine Musik eigentlich? Das klang so ab und zu folklorisch, dann klang das wirklich so ein bisschen Psytrance, dann klang das irgendwie so, ja, wie so ein Bollywood-Ding, ne? Also, keine Ahnung, was das ist, Alter. Okay, Eternal Bros ist natürlich eine Anlehnung an seine Marke, ne? Wie hieß sie nochmal? Eternal irgendwas, ne? Ja, so indisch mit Psytrance, ne? Lieber Bri, du bist zurück, ja, und ich dachte schon, der Schluss, der beste, allerbesten Freunde, Happy End wie Bollywood. Wieso tanzen wir auf einmal und singen so wie Shah Rukh Khan? Denn ich bin das flache Nahen zu deinem Tikka-Masala. Wir gehen durch Wasser und durch Feuer, ganz egal, was auch passiert. Wir bleiben strong, egal was kommt. Denn wir sind Bros, forever, ever, 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 Bros. Forever, ever, 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 Bros. Das sind, glaube ich, so richtig so klassisch indische Tänze, ne? So mit den, so an den Füßen runter. Das habe ich zumindest schon mal gesehen. So den Rest kann ich nicht einschätzen, ne? Das ist irgendwie so eine Mischung aus orientalisch, asiatisch, Psytrance. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber geiler Vibe, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Das ist jetzt wieder so, ich dachte immer so irischer Tanzmäßig, ne? Wenn die so reinkommen und dann so, keine Ahnung, Leute. Geil produziert. Okay, das hat jetzt aber richtige Cowboy-Vibes, oder? Ding, 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 wie so ein Banjo oder so, was man da spielt auf einmal. Hä, hey, das ist jetzt nochmal was anderes irgendwie. Boah, ist das verrückt, Alter. Unsere Herzen schlagen im selben Takt, die Füße sind synchron. Unsere Freundschaft bewegt mehrere Meer, als der leuchtende Mond. Unzertrennlich so wie Blitz und Donner, ziehen wir durch die Nacht. Leuchten hell als die Hälfte. Bruder, es ist eine ganz andere Welt. Ist ja geil. Ich freue mich gerade irgendwie voll. Es ist einfach eine Musikrichtung oder eine... Ja, was ich vorher einfach noch nicht kannte. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen, gehört... Kein Plan. Ich bin begeistert, wie das aufgebaut ist. Irgendwie im Instrumental sind sehr viele so, ich sag mal so Sound, nicht Sound Design, sondern so Filmscoring, also so aus Filmmusik, ne? Solche Drums, also Pauken und so ein Zeug. Das kann ja Vincent sehr, sehr krass, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das von ihm aber wahrscheinlich schon produziert ist. Ja, ich find's ganz, ganz crazy. Geschwindigkeit gefühlt wie Psytrance. Also keine Ahnung, Alter. Wir gehen durch Wasser und durch Feuer, ganz egal, was auch passiert. Wir bleiben strong, egal was kommt. Denn wir sind Bros. Forever, ever, 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 Bros. Forever, ever, 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 Bros. Forever, ever, 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 eternal Bros. Eternal Bros. Forever, ever, Bros. Forever, ever, 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 Bros. Also ich hab einen Wunsch so, ich fänd's echt mal nice, wenn die Bones dazu kriegen würden. Und Bones mit denen einfach tanzen würde.
Bruder, das wäre schon wild, ne? Ernsthaft jetzt. Ich meine, die haben ja schon so ein bisschen auf 187 so ein bisschen parodiert, sag ich mal, mit dem, ach, was war das nochmal? Der böse Wolf, glaube ich, ne? Ich glaube, der ging so ein bisschen in diese Richtung, ne? Also Richtung Bones so. Aber ich glaube, so ein Tanzding, Alter, wäre halt geistesgestört. Ne? Echt gut gemacht, Mann. Denn wir sind groß. Crazy gemacht, also wirklich, ne? Ey, es macht einfach Spaß. Wirklich jetzt. Wie gesagt, ich habe endlich mal was Neues wieder gesehen. Ey, stimmt, da kommt ja auch noch dazu, dass sein Fuß auch kaputt war, ne? Ey, Wahnsinn, wirklich. Also, man kann gar nicht oft genug sagen, Respekt an diese, nicht nur Produktion, an alles im Endeffekt. Alle, die da dran sind, alle, die da irgendwie was mit zu tun haben, die da co-produzieren oder sonst was. Jeder ist was wert. Das ist krass. Sehr, sehr nice. Däumchen hoch.